Auftakt in das Trainingslager in Bad Kreuznach. Am gestrigen Dienstag ist unsere Elf angereist, um im Rahmen der Vorbereitung auf die anstehende Saison 2018-2019 fast eine Woche lang gemeinsam zu verbringen und natürlich intensiv zu trainieren. Gestern ging es schon nach der Ankunft direkt auf den Platz und mehr über die bevorstehende Woche hat uns im Auftaktgespräch unser Trainer Roland Seitz verraten. Ja, seit der erste Tag im Trainingslager in Bad Kreuznach, das Hotel ist ja quasi schon aus dem letzten Jahr noch bekannt, der Platz ist neuer. Was waren trotzdem so insgesamt die ersten Eindrücke und ja auch vom ersten Training mit der Mannschaft? Ja, erstmal wieder zufrieden, weil ich ja weiß, was uns hier erwartet. Wir haben hier immer ein sehr, sehr gutes Ambiente, gutes Essen. Das ist schon mal Voraussetzung für eine Mannschaft, dass sie sich wohlfühlt. Den Trainingsplatz haben wir heute zum ersten Mal gesehen. Der ist auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Auch da konnten wir schon viele Dinge gut umsetzen. Und ja, ich bin mit der ersten Einheit zufrieden. Alle sind gut angekommen. Das ist immer das Wichtigste bei so einem Auftakt. Und ich hoffe, dass wir eine schöne und gute Trainingswoche haben. Gibt es denn in so einer Trainingswoche auch gewisse Schwerpunkte oder ist so die Mischung aus den gesamten Inhalten wichtig? Ja, zum einen können wir das ja wirklich super nützen, weil wir ja viele neue Spieler haben. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig, wenn du neue Spieler hast, dass du sie integrierst, dass die Jungs sich kennenlernen und ist ein Trainingslager nach 2 Wochen Heimtraining, sage ich mal, jetzt eigentlich optimal. Wir haben das auch super gemacht, dass ein neuer Spieler mit einem Spieler, der schon hier war, in einem Zimmer ist. Das bedeutet, die Neuen können viel fragen und von daher, glaube ich, haben wir hier für die Zusammenkunft, für das Allgemeine schon sehr, sehr viel getan. Durch die 2 Testspiele können wir auch sehr, sehr gut testen. Ich denke, das sind auch 2 gute Gegner. An Oberligisten musst du immer Gas geben, dass du gewinnst. Gegen Rot-Weiß Essen werden wir auf Augenhöhe sein. Das bedeutet, auch da haben wir gute Möglichkeiten. Ich werde aber aufgrund der 2 Spiele keine Rücksicht nehmen. Wir werden also hier schon noch ein strenges Programm mit Intervallen durchziehen, mit Kraft durchziehen mit unserem Fitnesstrainer, um einfach in dieser Woche nochmal die Basis zu legen, weil wenn man sieht, dass wir dann nächste Woche auch schon wieder 2 Testspiele haben und dann geht es schon los, müssen wir einfach hier nochmal diese Woche Vollgas geben und da kann ich auf die Freundschaftsspiele auch keine Rücksicht nehmen. Das ist eine sehr gute Überleitung. Wie ist dann, sag ich mal, im Vergleich zu den normalen Trainingsverhältnissen zu Hause in Groß-Plie im Saarland, wie ist da die körperliche Belastung? Es wird jetzt wahrscheinlich ja schon nochmal ein bisschen angezogen. Ja, genau. Wir haben schon, denke ich, schon viel und hart trainiert, aber gut, das machen alle Mannschaften. Wir werden es aber diesmal noch mehr nutzen. Wir haben ja auch hier im ganzen Umfeld super Bedingungen. Wir haben das Kurbad nebendran, wir haben 2 Physios mit dabei. Also wir haben alles, was ich, sagen wir mal, ein Fußballer für die Pflege und für die Ruhe wünscht. Und der Vorteil ist halt, sie stehen uns 24 Stunden zur Verfügung. Das bedeutet, man kann sich pflegen lassen, man hat die Zeit, sich pflegen zu lassen. Und das tut nach 2 harten Trainingseinheiten ganz gut. Zu Hause geht es immer schnell, schnell, schnell heim zur Familie oder sonst irgendwo hin. Von daher ist es einfach in diesen Tagen sehr schön. Neben den Spielern, die auch die hohe Belastung mitgehen können, sind ja jetzt auch diejenigen dabei, die noch individuell trainieren müssen. Wie wichtig war Ihnen das persönlich, dass man hier die komplette Truppe auch im Trainingslager nochmal zusammen hat? Ja, sehr, sehr wichtig. Darum habe ich auch da einen großen Teil daran gehabt, dass es also Pflicht ist, dass sie mitfahren, außer es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Denn ich merke ja, wenn ein Frank Lehmann oder auch ein Benno Mohr, die jetzt ja eigentlich von der Mannschaft weg waren, wenn die auf einmal jetzt wieder da sind und du bist permanent auf deine Mannschaft fokussiert, merkt man ja schon, dass man so, ach, der Benno oder der Frank, die sind auch mal da. Und deswegen freue ich mich einfach, dass sie hier sind, dass man ins Gespräch kommt, dass sie auch die neuen Spieler besser kennenlernen, weil es kommt irgendwann der Tag X, ich hoffe so schnell wie möglich, da stehen sie dann wieder am Platz, da wollen sie uns wieder helfen im Team. Und dann ist es ganz gut, dass Sie hier mal diese Woche nutzen können, um einfach sehr nah an der Mannschaft zu sein. Alles klar, vielen Dank.